Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts. Und wir befinden uns in Hogsmeade, weil wir mit Nettie sprechen wollen. Das ist die, mit der wir, die von ihrer Mutter befohlen wurde, sie nicht mehr in Hogsmeade rumzutreiben. In der letzten Folge haben wir ja schon mit jemandem gesprochen. Haben wir ja schon ein bisschen die Hauptquest weiterverfolgt. Was ist hier? Das ist doch eine Questgeberin hier. Seht ihr die auch? Wo ist die denn? Wir drin im Haus. Ich weiß, da vorne ist Nettie. Ich will mal kurz gucken, ob man da irgendwo hin kann. Hallo. Ach, das ist hier schön, unser Sportbedarf. Das machen wie wir auch immer gleich. Habe ich für Sie einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Ja, was denn? 4000, oh, ist doch ein Schnäppchen. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Den Rest verkaufe ich jetzt. Man müsste alles auf einmal verkaufen können, ne? Ist ja besser. So, Verbesserung haben wir. Danke fürs Vorbeischauen. Die neue Verbesserung ist montiert. Ich bin so gespannt, was Sie davon halten. Das mag vermessen klingen, aber... Sie möchten einen noch ausführlicheren Flugbericht? Sie kennen mich gut. Ich habe es fast geschafft. Ich glaube, ich kann das Besenfliegen noch etwas verbessern. Miss Reyes veranstaltet ein Wettfliegen an der Südküste. Ist allerdings nicht ganz ideal, da sich dort Ranrocks-Leute und Erschwinderinnen herumtreiben sollen. Aber wenn sie hoch genug fliegen, sollte ihnen nichts passieren. Glaube ich. Da bin ich unbesorgt, Mr. Weeks. Ich suche dann Imelda. Oh, ich hoffe, sie können die Wettflüge abschließen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Verbesserung ein Riesenerfolg wird. Aber passen Sie auf sich auf. Ich freue mich schon darauf, von Ihnen zu hören. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Okay. Die Quest machen wir auch noch. Aber jetzt müssen wir erstmal mit ihr reden. Ich könnte jetzt die neue Verbesserung ausprobieren. Warte mal, ich muss auf die Karte gucken. So, hier müssen wir mit... Nee, wir wollten eigentlich mit ihr reden. Sie ist hier hinten. Was ist das denn hier? Da ist auch noch ein Auftrag. Na, da mal hin. Auch noch ein Auftrag direkt in unserer Nähe. Mal austesten. Nee, es geht hier nichts. Okay. Na nö. Hier runter. Ah, hier. Und Verzeihung. Penny. Hallo. Kann ich dir irgendwie helfen? Hallo. Ich habe mich gefragt, ob Sie Interesse an einem eigenen Laden hätten, samt einer Hauselfin, die Ihnen hilft. Oh. Penny ist der Name. Pennys Herrin verkauft diesen Laden und Penny freut sich auf die Zusammenarbeit mit einem neuen Inhaber. Es überrascht Sie vielleicht, dass Penny so ziemlich alles verkaufen kann. Oh, ein Laden, um Dinge zu verkaufen, wäre toll. Samt Aushilfe. Sie können Penny alles Mögliche geben, das Sie verkaufen wollen. Sobald der Laden läuft, bedeutet es keinerlei Mehrarbeit für Sie. Wenn Sie den Laden kaufen wollen, und Penny hofft das sehr, sollten Sie alsbald mit Pennys Herrin sprechen. Ihr Name ist Cassandra Mason. Warum verkauft deine Herrin den Laden? Und dich? Penny ist nicht sicher, da Herrin Mason nur selten mit ihr über derlei Dinge spricht. Allerdings hat sie auch oft gesagt, wie leid sie es doch ist, zu versuchen, den Laden zu vermieten. Mit den letzten paar Metern hatte sie wirklich einfach kein Glück. Warum wohl? Was denn? Geht's dir gut? Hältst du etwa die Luft an? Penny geht es gut. Manchmal muss Penny sich nur daran erinnern, mit dem Reden aufzuhören. Okay. Warum herrscht hier ein solches Chaos? Oh, die vorherigen Mieter waren nicht gut organisiert. Sie haben recht früh aufgegeben. Oh, sie redet zu viel. Penny ist bereit, bei der Reinigung und Reparatur zu helfen. Also wird der Laden im Handumdrehen bereit sein. Was kann ich denn im Laden verkaufen? Was für Waren könnte ich denn in dem Laden verkaufen? Waren aller Art. Alles von Diptam-Essenz bis hin zu Mondkalbfell. Wenn es für etwas einen Käufer gibt, kann Penny es verkaufen. Für den besten Preis. Fragen Sie nur Herrin Mason.
Okay. Gut, dann werde ich Madame Mason aufsuchen. Oh, fantastisch. Sie werden es nicht bereuen. Sie finden Herrin Mason in ihrem Haus am Nordrand des Dorfes. Penny hofft sehr auf eine Zusammenarbeit. Natürlich. Okay, ich wollte mal was testen. Ich habe gelesen, dass man seine Ausrüstung auch anders verändern kann. Erscheinungsbild ändern, genau. Weil es sieht ja, man sieht ja echt Panne aus, ne? Deswegen dachte ich, vielleicht mache ich das wirklich jetzt mal. Also erstmal die Brille, das sieht echt mehr monströs kacke aus. Du kannst Erscheinungsbild ändern, das ist schon mal gut. Brille brauche ich eigentlich gar nicht. Nämlich ohne Brille eigentlich relativ attraktiv. Da gibt es auch sonstige Sachen. Guck mal hier! Aha. Hast du ein bisschen was von Matrix? Weißt du was, ich lasse eine Brille, lass ich immer mal weg. Das ist doch viel cooler. Und dann hier Kopfbedeckung. Nein. Eine coole Schiebermütze, genau. Und die Handschuhe? Schwarze, yeah. Ein Schal. Huch. Schon ein bisschen lässiger aus, ne? Hier so ein handgefertigter. Lass mal kurz mal dran. Gucken wir mal, ob das hier auch ändern kann. Was hat er noch da? Kapuze an, aus. Aha, okay. Ah, okay. So, gucken wir mal, hier einen coolen. Das sehe ich aus wie Superman. Fett mit Rüstung. Ja, der sieht doch lässig aus. Oder? Dann sehe ich schon so ein bisschen. Das sieht schon gut aus. So, und hier? Genau, so muss es aussehen. Darunter ein bisschen düsterer. Das ist doch perfekt. Das sieht doch schon leicht, das sieht doch viel besser aus. So, gucken wir mal, ob wir die Herren von diesem Penny finden. Yeah, jetzt sehe ich aus wie ein. Warum bin ich immer so schäbig rumgelaufen die ganze Zeit? Ich habe es erst jetzt entdeckt, wirklich. Ich habe es irgendwo gelesen, dass jemand das Erscheinungsbild ändern kann. Ich habe es noch nie durchgelesen. Wie dumm eigentlich, ne? Und jetzt weiß man es. Okay. So. Wo ist denn die Herrin? Die wohnt hier irgendwo am Nordrand des Hauses. Des Dorfes. Ah, hier links. Ah, das ist das Häuschen, ne? Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ah, sie wohnt da. Okay, ach komm, hier können wir gleich direkt reden. Hallo, Madame Mason? Ich habe gehört, Sie wollen Ihren Laden verkaufen? Aber ja, ja, das stimmt. Sind Sie interessiert? Ja, ich wollte schon immer einen eigenen Laden. Oh, fantastisch. Meine Bedingungen sind durchaus sehr großzügig. Aber, und verzeihen Sie mir die Frage, sind Sie nicht ein wenig jung für so ein Geschäft? Ich habe ein Händchen für solche Dinge, wenn ich das sagen darf. Wenn wir uns einig werden, würde ich den Laden gern kaufen. Nun, Sie scheinen das notwendige Selbstvertrauen dafür zu besitzen. Na, wie viel Kohle will sie haben? Und natürlich steht Ihnen Penny zur Seite. Dieser Elf könnte einem Troll eine Tasse Tee verkaufen. Sie hat Ihnen sicher gesagt, dass sie zum Laden gehört. Ja, das hat sie. Sie gefallen mir. Ich sage Ihnen was. Ich verkaufe Ihnen den Laden für einen sehr fairen Preis. Ich glaube, Sie haben das Zeug dazu, etwas daraus zu machen. Ein sehr fairer Preis. Für einen Laden samt Elfen? Wo ist der Haken? Sie tun gut daran, bei Geschäftsabschlüssen Argwohn zu hegen. Es gibt keinen Haken. Ich möchte Ihnen nur den Gefallen tun dürfen, den Laden zurückzukaufen. Zu einem vergünstigten Preis, versteht sich, sollten Ihre Versuche scheitern. Das Letzte, was wir in Hogsmeade brauchen, ist ein räudiges Schaf, das die ganze Herde ansteckt, wenn Sie verstehen. Ja, ein erfolgloser Laden wäre wahrscheinlich für die ganze Umgebung ungünstig. Sie sind sehr aufgeweckt. Kommen wir ins Geschäft. Ja, das klingt verlockend. Aber ich muss erst meine Finanzen prüfen. Ich komme zu Ihnen, wenn ich mich entschieden habe. Nun gut, aber ich kann mit dem Verkauf auch nicht zu lange warten.
Wenn Sie den Laden wollen, sollten Sie so bald wie möglich zu mir zurückkommen. Ich will den Laden. Madame Mason, wegen des Ladens. Ja? Ich habe mich entschieden und möchte den Laden gern kaufen. Ich bin wirklich beeindruckt. Für Ihr Alter sind Sie erstaunlich geschäftstüchtig. Ja, das stimmt wohl. Und mutig. Sie werden es nicht bereuen. Geben Sie mir das Geld und ich bringe den Papierkram sofort auf den Weg. Wie viel ist das denn? Okay. Wunderbar. Soll ich direkt zum Laden gehen? Bitte doch. Oh, eine Sache noch. Seit dem Tod meines Mannes konnte ich mich nicht überwinden, einige seiner persönlichen Dinge abzuholen. Sie sind in einer Truhe hinten im Laden. Penny hat den Schlüssel. Wenn Sie sich nun dort einrichten, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie vor der Eröffnung einer alten Witwe beistehen und sie mir bringen könnten. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrem Vorhaben. Penny wird Sie dort treffen. Okay, ja, dann zurück zum Laden. Bum, 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 bum. Gucken, wie Penny mir denn helfen kann dabei. Oh ne, die Quest machen wir noch nicht, das machen wir erst gleich. Jetzt machen wir erstmal diese Quest hier fertig im Dorf. Da, Penny. Oh, Penny hat schon aufgemacht hier, die Bretter sind weg. Okay. Es ist soweit, Penny. Der Laden gehört mir. Oh, Penny freut sich sehr. Penny hatte gehofft, dass Sie den Laden erwerben würden. Ich bin froh, dass du mir zur Seite stehst. Du liebe Güte, Sie sind zu freundlich. Penny wird alles tun, um den Laden zum Erfolg zu führen. Es gibt viel zu tun. Der letzte Mieter ist überstürzt aufgebrochen, also sind eine Reinigung und Reparaturen nötig. Nun gut, gehen wir es an. Penny ist bereit. Irgendwie kommt mir das Ganze so ein bisschen verdächtig vor. Zu zweit bringen wir diesen Laden im Handumdrehen auf Vordermann. Okay, warte mal. Reparo brauchen wir, glaube ich. Leviose. Nein. Repar. Das finde ich so geil. Oh, Penny kann schon sehen, was möglich ist. Das sieht schon das so lässig aus, oder? Das wird sicher der erfolgreichste Laden, ob es mit werden. Herrin Mason wollte, dass Penny ihnen diesen Schlüssel gibt. Er öffnet eine Truhe im Hinterzimmer des Ladens. Oh ja, das hatte sie erwähnt. Darin sind die Sachen ihres verstorbenen Ehemanns. Penny fragt sich, ob sie die Truhe öffnen sollten. Hältst du schon wieder die Luft an? Penny muss wieder an die Arbeit. Die ist so ein bisschen schräg, die Tante. Okay. Reveal. Ist hier ein Demigeist vielleicht auch? Ne. Oh, hier kommen wir rein. Da ist eine Truhe. Öffnen wir die Truhe doch mal. Oh, das ist eine spezielle Truhe. Oh, oh. Hä? Dann gehen wir mal runter. Ich finde den Mantel ziemlich lässig, den ich anhabe. Was ist das denn für eine Quest, Alter? Wie böse, böse. Oh. Gott, das ist wie so eine Horrorquest hier. Okay, sollen wir irgendwas finden für sie? Also diese Geräuschkulisse ist auch echt mal gruselig. Warum kann diese Puppe mit der? Reparo. Okay, die macht nichts. Seltsam. Warum sollte hier jemand einen einzelnen Hut aufbewahren? Was ist denn mit diesen Puppen hier?
Revelio. Das war's? Mehr ist hier nicht? Okay. Dann gehen wir wieder. Nicht gerade besonders einladend. Ah! Oh, wie schön. Oh nein. Zu spielen. Wohl eher der gerissene Typ. Das wird ein Riesenspaß. Oh oh. Zumindest für mich. Alter. Mal kurz. Will ich denn machen? Lumos. Die ist neu. Na dann mal weiter. Hä? Ist da eine Tür auf einmal? Oh Gott, ist das gruselig. Das Turm. Wer ist da? Wo hat er mich denn hier hingebracht? Die Puppen gleich alle kaputt hier. Revelio. Hier ist nichts. Was ist das denn? Oh nein! Was ist denn das für ein Ding hier? Alter, ist die gruselig. Wer ist das denn hier? Achso, okay. Hä? Jetzt sind wir wieder in diesem Raum, wo gerade eben diese andere Puppe war, ne? Stimmt hier doch nicht. Ah. Flittermäuse. Toll. Oh, lieber da ja alles kaputt hier. Das ist ein altes Herrenhaus. Als sollte ich dort etwas aufhängen. Ah, warte mal. Mal kurz. Ach hier. Vingardium Leviosa. Da. Ach hier. Diese Laternen müssen ja irgendwo hingehören. Okay, okay. Wahrlich erleuchtet. Oh Gott, oh Gott. Vielleicht überlebe ich etwas länger als der andere. Alter, was für eine Psycho-Quest ist das denn? Revelio. Hier, pass auf. Lumos. Okay. Wie groß ist das denn bitte hier? Oh, Sie sind so schnell so weit gekommen. Gut. Sie sind vielleicht genau die Person, die ich gesucht habe. Ich hoffe, Ihnen gefällt mein Spielplatz. Erzählen Sie ruhig allen davon, sofern Sie es hier herausschaffen. Versuchen Sie es. Wenn Sie das Ende erreichen, treffen wir vielleicht eine Art Abmachung. Ich will doch auch, dass Ihr Laden Erfolg hat. Wie war der Spruch? Alles zweifelt. Nun leider bestimme ich hier beide Seiten. Und Sie werden wohl beide befestigen. Okay, gehen wir erstmal hier hin oder gehen wir erstmal hier? Ich weiß nicht, hier drüben hin. Ich liebe diesen blühenden Ort. Sie nicht? Geht so. Aber Blattwerk überlebt nicht lange in der Dunkelheit, wie die meisten Organismen. Ich brauche eine Lampe wieder, ne? Ja.
Läuft jemand längs? Revelio. Halt, da ist irgendwas. Contrinko! Depinto! Depulto! Akio! Auch nicht, okay. Bombarda! Jetzt kann ich hier durch. Verrückt. Ich habe Angst im Dunkeln. Marmor. Akio. Sieht, dass ich sie sehen kann, aber sie nicht. Vendavium Leviosa. Akio. Das sei es. Ich würde Ihnen gerne Platz anbieten, aber ich räume gerade um. Und wir wollen ja auch nicht, dass Sie es sich hier zu gemütlich machen, nicht wahr? Ey, für ein Psychotyp, ey. Oh. Protego. Sind wir auf die andere Seite kurz. Ich weiß nicht, wo die Lampe ist hier. Ich habe keine Lampe gesehen. Also muss ich hier eine Lampe anbringen anscheinend. Aber wie? Ist das welche Lampe? Oder kann ich immer die gleiche Lampe nehmen wieder? Mal gucken, ob das geht. Testen wir mal. Wenn ich die Lampe von hier drüben da wiederholen kann, geht das? Akio! Vingadium Leviosa! Ah, okay. Akio! Ah, okay, jetzt können wir da drüben reingehen wahrscheinlich. Oh! Wow. Hey, wo ist jetzt hin? Liegt die jetzt auf dem Boden? Anscheinend. Oh Mann! Ist die auf dem Boden gefallen? Die ist da hier im Haus drin jetzt. Akio! Vingadium Leviosa! Mit. Zwei Laternen, aber drei Orte. Vielleicht sollte ich sie umherbewegen, um die Tür zu öffnen und die Plattform zu bauen. Akio. Na, siehst du. Okay, hier geht's nicht rein. Hä? Ich kann die Laterne unten ja nicht nehmen. Da ist jetzt eine, okay. Akio! Vingadium Leviosa! Akio! Jetzt geht die Tür auf, okay. Dumm, lag die auf dem Boden rum. Das ist eine abgefahren coole Quest, muss ich einfach mal sagen. Genial! Ja, weiß nicht, wie genial das ist. Das war so klar. Das war so klar. Okay, super. Ich
Entschuldigung. Kritikum total. Okay. Oh, Alter, guck ich das an. Psycho. Oh oh. Lumos. Hier gibt nur diese Tür hier. Na, hab ich mal was gefunden. Protego, Lumos. Das ist aber nicht so viel jetzt, ne? Okay, jetzt sind wir wieder woanders. Ach hier. Wingardium Leviosa. Nein. Ach hier. Wingardium Leviosa. Ja. Ich kann bestimmt hier irgendwo hinhängen. Da. Ach hier. Okay, die eine Tür ist auf. Zur anderen Tür laufen. Katzen. Ach hier. Wingardium Leviosa. Kann ich die direkt raus? Nein. Ach, kann ich, dachte ich könnte die raus. Oh. Wurde mich veräppelt. Also, ich dachte, ich könnte direkt rausspringen. Das war natürlich nichts. Okay, es sieht aus wie Hogwarts so ein bisschen jetzt hier. Oh Gott, wir müssen jetzt... Oh, krass. Hier, das große Schachspiel. Was ist das? Ein Spiel im Spiel? Oh, 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 springe auf A3. Oh. Zitterritter. Was muss ich jetzt machen, ist die Frage, ne? Also, er sieht ja ein paar Plattenformen, die nicht so gut aussehen, ne? Nein! Okay, das war das falsche Feld. Aber ich kann hier ja ein paar... Ich hoffe, sie würden mir verfallen, aber doch nicht so. Das war nicht allzu schwer. Hm. Ach, herrje, ich hoffe, Sie haben auch so viel Spaß wie ich. Ich glaube, ich behalte Sie noch eine Weile hier. Er nervt, der Typ. Und noch eine Lampe, die hier reinzupacken. Ah. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Okay. Wingardium Leviosa. Jetzt können wir die da vorne hinhängen, glaube ich. Ach hier. Also, ich komme noch gut voran hier, aber... Abgefahrene Quest. Oh nein, nicht schon wieder sowas hier. Hier gibt es 1 Million Türen. Okay. Jetzt ist er dran. Zeit, die Einsätze zu erhöhen. Was? Oh, wo soll das nur hin? Sie mich! Ach, sie mich auf
ich dich wach machen. Nun, das war spaßig, aber es gibt noch so viel zu tun. Wir sehen uns. Kehre zum Foyer zurück, okay? So ein Affe, ey. Wie komme ich hier raus, ist die Frage, ne? Okay, ein Schloss geöffnet. Ein Schloss geöffnet. Okay, wir sind ja vorhin in die Richtung gelaufen, dann müssen wir jetzt diese Richtung machen, ne? Sie haben den akademischen Weg eingeschlagen. Bücher werden nicht reichen, um mich zu schlagen. Revelio. Okay, hier war hier links. Betrachten Sie die Dinge doch mal aus einer anderen Perspektive. Revelio. Scheiß auf den Kopf. Okay, dann gehen wir einen anderen Weg nochmal. Achso, jetzt geht's hier unten runter. Das ist doch abgefahren. Akio. Ingardium Leviosa. Akio. Das macht so viel Spaß. Da schwirrt mir der Kopf. Jetzt dreht sich der Raum richtig hin. Also ist bis jetzt eins der besten Level hier. Finde ich. Das haben wir jetzt richtig hingedreht. Jetzt müssen wir wieder den anderen Weg zurückgehen wahrscheinlich. Lumos. Okay, ist nichts. Muss ja rüber springen. Jetzt ist wieder ganz woanders. Alles ist doch abgespaced hier. Hier. Ingardium Leviosa. Ach hier. Okay. Und den Kopf. Vielleicht sollte ich die Laterne in diesen Raum ziehen, damit er sich wieder dreht. Aber wo ist die Laterne denn? Ich hab ich unten hingebracht? Da irgendwo hingebracht. Ach, da, von da aus kann ich ziehen, okay. Ingardium Leviosa. Du bist so klug, mein Freund. Ach hier. Bücher und kein Spaß machen einen zu fahren. Ingardium Leviosa. Na, guck mal, ich muss schon mal eine rein. Ach, hier. Und dann müssen wir noch die anderen finden hier, ne? Wenn wir hier längs gehen. Okay. Hm. Lumos. Okay. Das sieht schon wieder aus wie der Keller, wo wir als erstes runtergekommen sind, oder? Können wir da wieder rauskommen? Oh, verdammt. Lumos.
Oh, dann müssen wir wohl hier durch. Ah, die geht auch auf. Ich werde den Weg hier. Ich lieber alles, bevor es auf mich zufliegt und mich tötet. Das ist doch ein abgespacedes Level. Wir drehen uns im Kreis, was? Sie können ihre Schritte zurückverfolgen. Revelio. Guck mal da. Aha, auch kurz zurückverfolgen, ne? Natürlich cleverer Spruch. Lumos. Oh, was war das denn? Was zum... Ist echt gruseliges Level. Hier ist nichts, dann gehen wir zurück. Können wir nicht, das sind keine Wander jetzt. Revelio. Ah! Bombarda. Lumos. Lumos. Okay, jetzt ist noch die Tür in der Mitte da. Was müssen wir da machen? Oh, wie nett, dass ihr vorbeischaut! Lumos! Ich frage, wo wir hin müssen. Hier liegen wir diese Puppen rum? Oh, diese Puppen sind einfach nur scheiße gruselig. Oder sind diese Puppen nicht echt gruselig? Lumos, Bombarda. Protego. Descendo. Oh! Imperium! Ah, kannst du auch nicht kämpfen. Was jetzt? Hier haben wir eine Tür auf, ne? Da, okay. Boah. Alter. Oh, endlich. Ich will es auch nur noch geschafft haben. Ja. Na, vielen Dank. Wingardium Leviosa. Das ist schon verdammt gruselig hier. Ganz ehrlich. Ist nicht schön. Wo war diese Scheißtür? Da. Ah. Ach hier. Oh,
Powertranks kann man einsammeln. Okay, das Powertrank einsammeln meistens nichts Gutes. Bedeutet, dass irgendwas kommt jetzt. Ja, nochmal das Spielchen mit ihm hier. Das macht viel zu viel Spaß. Bombarda. Oh. Was? Warte mal. Arresto momento. Wir sehen uns später. Och man, ich dachte, es ist langsam mal vorbei hier. Puha. So, letzte Tür ist auf. Jetzt kann ich nur im Kampf kommen gegen ihn, oder? So, hoch da und rein da. Okay, das sieht nicht vielversprechend aus. Wie viel Mühe sie sich bitte sehr für diese Quest hier gemacht haben. Oder? Mal ganz im Ernst. Kluge Seele haben diesen scheinbar unendlichen Kerker offenbar relativ unbeschadet durchquert. Und jetzt wollen sie sicher gehen. Alle verlassen mich, meist in einer Zwangsjacke und für immer. Langsam nehme ich es persönlich. Ich bin es leid, niemandem zum Spielen zu haben. Oh, ich weiß was. Wie wäre es hiermit? Wenn Sie mich in einem Geistesduell schlagen und mir unbeschränkten Zugang zum Laden gewähren, sagen wir, einen Tag im Monat, um etwas Spaß zu haben, signiere ich einen Vertrag. Worauf ich, mal sehen, bla 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 bla, oh ja, Sie und Ihre Kunden zu allen anderen Zeiten in Ruhe lassen werde und so weiter. Sie kriegen den Laden, ich mein Chaos. Klingt das annehmbar? Fantastisch. Dann kann es jetzt losgehen. Ach du Scheiße. Wie? Was für ein Problem muss ich machen, Gini? Arresto momento. Fangen Sie mich. Schießen Sie mich auf was? Oh. Ja. Okay. Oh, mein Protego brachte gar nichts. Hier was machen, warte mal. Warte. Hier haben wir mal. So viele brauchen hier noch einen anderen Zauber und zwar. Das Geld braucht auf jeden Fall auch. Das ist gut, der ist runter. Oh, er baut noch ein Monster, okay. Oh nein, mit den Viechern noch und so. Oh, Vater!
Fähigkeit wieder. Nee, eigentlich nicht so gerne. Oh, ist gemein. Jemand, der meines akribisch geplanten Spielplatzes würdig ist. Schön, endlich wieder etwas Spaß in meinem kleinen Verlies zu haben. Nichts geht über eine schöne Herausforderung. Eine verwandte Seele. Was den Vertrag angeht. Ich bin ein Poltergeist, der sein Wort hält. Na schön. Ich stimme zu. Allerdings mit einem kleinen Zusatz. Hurra! Schluss mit dem unbefriedigenden Herumgepolter im kläglichen Nichts. Moment mal, sagten Sie, ein kleiner Zusatz? Ganz recht. Wenn ich einen erfolgreichen Laden mit vielen Kunden führen möchte, müsstest du dein Chaos nach 9 Uhr abends stiften. Wärst du damit einverstanden? Wären Sie auch mit mindestens 2 Tagen pro Monat einverstanden? Wäre ich. Schön, mit ihnen Geschäfte zu machen. Nun bin ich erschöpft. Gut gemacht. Ich wurde nicht enttäuscht. Wie cool. Ich muss zugeben, Cassandra hat einen perfekten Spielkameraden aufgetrieben. Ich gehe zum Laden zurück, okay. Wie cool. Was, also mit einer der besten Quests bis jetzt. Kann man doch so sagen. Ja. Sprich mit Penny, okay. Hallo, Penny? Oh, Penny ist so froh, dass Sie zurück sind. Du wusstest genau, wohin diese Truhe mich führen würde. Penny dachte schon, es würde noch ein weiterer Ladenbesitzer in St. Mungo enden. Noch ein Ladenbesitzer St. Mungo? Das musst du mir erklären, Penny. Penny, bitte hör auf, die Luft anzuhalten. Sag mir, was los ist. Oh, bitte vergeben Sie, Penny. Penny darf Ihnen nichts erzählen. Aber wie kann es sein, dass du mir nichts sagen darfst? Ich habe diesen Laden gekauft. Ich... Penny ist verwirrt. Penny dachte, wenn Sie zurückkehren, würden Sie den Laden besitzen. Danke, Penny. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal mit den Behörden sprechen. Penny hält das für eine geniale Idee. Officer Singer wird wissen, was zu tun ist. Penny wird hier warten. Super, Penny. Suche Officer Singer auf, okay?
wirklich hier im Dorf. Ja, das ist weit weg. Und den reden wir auch nochmal. Mal gucken, was jetzt mit diesem Laden hier rauskommt. Also, was ist schon eine ziemlich geniale Quest. Und ich habe gerade nebenbei mal so geguckt, weil ich diese Quest einfach cool finde. Das ist ja eine Quest, die nur, kein Witz, nur für die PlayStation zuständig ist. Woanders kriegt ihr die nicht. Schon cool, oder? Officer Singer, ich habe etwas erfahren, das Sie interessieren könnte. Ah, schön, Sie zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Cassandra Mason hat mir ihren Laden verkauft und wollte mich dann in einen Spukkerker werfen. Cassandra Mason hat Ihnen den Laden verkauft? Ja, das hat sie. Aber ich glaube, Sie haben den Teil mit dem Kerker überhört. Nein, das habe ich auch gehört. Und laut der Hauselfin, die zu dem Laden gehört, hat sie so etwas bereits früher getan. Mehrmals. Ich habe mich schon gewundert. Sie schien große Schwierigkeiten zu haben, Mieter in dem Laden zu halten. In jedem Fall sind das wirklich schwere Anschuldigungen. Vielleicht sollten wir Cassandra einen Besuch abstatten, um die Sache zu klären, oder? Natürlich. Los. Komm mit. Wir werden wir mal schön einheizen, der Tante. Die wird natürlich alles abstreiten. Wissen wir jetzt ja schon. Aber. So, Cassandra. Oh, hallo, Ruth. Sie kennen den neuen Mieter also schon? Cassandra, soweit ich weiß, haben Sie Ihren Laden und Ihre Elfin an diesen Schüler verkauft. Er hat mir einige sehr interessante Geschichten über ihre Geschäftspraktiken erzählt. Vielleicht sollten Sie mitkommen. Hinterher! Mein Gott. Von Fringo! Wow. Ich hätte mit einem hinterlistigen Schüler keine Geschäfte machen sollen. Von Fringo! Kann ich die Zauber durchbrechen? Was habe ich da für Zauber, ich machen kann? Gar keinen. Ah, okay. Depulsor, also. Retten. Ah. Okay. Was in aller Welt bringt man ihn heutzutage in dieser Schule bei? Okay, jetzt weiß ich mal, was ich machen muss, aber trotzdem war es nicht dumm. Alter, ist die hinterlässig, die Tante, oder? Also, warte mal. Hoffe, habe ich meine Getränke wieder. Hoffe ich zumindest. Ich kann mich bewegen. Halt. Warte mal. Einem hinterlistigen Schüler keine Geschäfte machen sollen. Diego! Die Kette! Grazie! Depulso! Akio! Depulso! Depulso!
So, du blöde Tante. Was in aller Welt bringt man ihn heutzutage in dieser Schule bei? Betäubung. No! Lumos. Warte, ich muss kurz hier hingehen. Okay. Lumos. Nein! Ah, du blöde Tante. Sie enttäuschen mich, Cassandra. Inkarterus! Sie wissen nicht, was Sie da tun! Ach ja? Ich habe mich immer gefragt, warum Sie nie einen Mieter halten konnten. Zugegeben, ein Spukkerker ist mir nie in den Sinn gekommen. Vielen Dank. Sie können zurück zum Laden. Sehen Sie nach der Hauselfin, sie hat sicher Angst. Miese, verräterische Elfin, ich hätte es wissen müssen! Silenzio. Silenzio. Mein Gott. Ach, und keine Sorge. Cassandra wird für Sie unverzüglich die nötigen Besitzurkunden über den Laden und die Elfin ausfüllen. Auf Ihrem Weg nach Azkaban. Vielen Dank, Officer Singer. Ab nach Azkaban. Ich wünsche Ihnen viel Glück als neuer Ladenbesitzer in Hogsmeade. So, einmal zurück zur Elfin. Ach, komm nicht rein, schade. Ich kann auch schnell in ihr Haus reingehen und nochmal ein paar Sachen klauen, das geht auch nicht. Ab zur Elfin. Ja, hat sich gelohnt, diese exklusive Quest hier. Finde ich. Also, die ist schon cool gemacht, muss man sagen. Jetzt weißt du alles. Penny, ich habe hoffentlich gute Nachrichten. Officer Singer hat bestätigt, dass der Laden jetzt in meinen Besitz übergegangen ist. Oh, das sind gute Neuigkeiten. Penny ist so erleichtert. Penny fiel es so schwer, ihnen die Wahrheit vorzuenthalten. Penny wird für so einen gütigen neuen Besitzer so hart arbeiten wie möglich. Penny, ich habe im Verlies ein Kleidungsstück gefunden, das ich dir geben möchte. Oh, danke. Danke. Penny hätte nie gedacht, dass sie mal Kleidung bekommt und eine freie Elfin wird. Sehr gerne. Du hast es verdient. Ja. Natürlich wird Penny bleiben und den Laden weiter für sie führen. Was denn? Penny, du bist frei. Du kannst tun, was auch immer du willst. Aber Penny wollte doch immer nur mit einem lieben Menschen einen Laden führen und die Leute von Hogsmeade versorgen. Wenn du das möchtest, Penny, würde mich nichts glücklicher machen. Ich bin wirklich froh, dass du bleibst. Penny ebenfalls. Jetzt müssen sie bloß noch ein Schild für ihren neuen Laden wählen und Penny kümmert sich um den Rest. Oh. Tracht und Tunika, Kleid zum Brautwohl, Naht und Trunk. Trachten und Tonika. Ich wähle Trachten und Tonika. Tolle Wahl. Schauen Sie es sich draußen an. Danke. Ich werde Gegenstände für das Inventar des Ladens sammeln. Ach, und Penny. Wir schließen jeden Abend um 9 Uhr. Clever von ihm, ne? Da oben. Cool. Ich kann sogar mit ihr reden. Ach, da hat sie den Hut bekommen, den wir gefunden haben. Oh, vielleicht gibt es heute etwas, das Penny für sie verkaufen soll? Das kannst du verkaufen. Oh, Penny wird das für sie zu einem guten Preis verkaufen. Penny wünscht ihnen eine sichere Reise. Was ist das hier? Ah, haben wir sogar noch was bekommen. Das ist natürlich gut. Gut. Perfekt. Ja, gut.
Ja, das soll es gewesen sein. Also mit die beste Quest bis jetzt, muss ich zugeben. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt euch ein bisschen gegruselt. Ich auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss.